Schönen guten Abend, ich stehe hier vor Münsters Kultbrauerei Pinkus Müller im Herzen der Altstadt. Tagsüber laden hier die Gassen zu einem netten Spaziergang ein. Am Wochenende und mittwochs abends verwandeln sich die Straßen hier jedoch in eine Partymeile. Das alles werde ich mir heute Abend etwas genauer anschauen. Ich bin aber wahrscheinlich im Vergleich zu allen anderen noch stocknüchtern. Wir wollen hier eigentlich nur den Abend zusammen verbringen. Es ist eine gute Atmosphäre, gemeinschaftliche Atmosphäre, ein paar Leute kennenlernen, Bierchen mit denen trinken. Die Altstadt ist auf jeden Fall so, dass man Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat auf jeden Fall. Es ist einfach eine gute Alternative, um ein bisschen anzufangen vielleicht. Ich treffe halt seine Kollegen so von der Schule, von früher und halt vom Studium so. Und hast du hier so eine bestimmte Lieblingskneipe, wo du am liebsten hingehst, oder ist das immer so durchmischt? Ja, also ich versuche schon mal was Neues reinzubringen, aber normalerweise ist es so im Palma hier vorne, dann meistens Schaf, so wo man halt hintaumelt dann. Wir bleiben erstmal hier, weil die Cafete so geil ist. Wir planen gleich noch eventuell die ein oder andere Kneipe auf einen Getränk mitzugehen. Wir wollten erstmal in die Bacillus, die ist aber super voll, weil der Andrang so hoch ist. Und ja, jetzt gucken wir mal im Palma oder im Peacock. Die Cafete ist einfach immer wieder ein Highlight in Münster. Kann ich jedem empfehlen, hier vorbeizukommen. Wenn man es klein und gemütlich mag, muss man hier hin. So, ich stehe jetzt hier vor dem Blauen Haus, einer der ältesten Kneipen in der Altstadt. Und das ist angeblich eine der Pflichtstationen auf einer Altstadttour. Und wie das Blaue Haus von innen aussieht, das schaue ich mir jetzt mal an. So. Ich bin jetzt hier im Blauen Haus und will mir mal ein paar genaue Informationen beschaffen. Und deswegen bin ich jetzt hier zusammen mit dem Besitzer. Peter, ja. Genau. Hebt sich das Blaue Haus von den anderen ab? Was ist das wirklich Besondere? Auf der einen Seite ist das Blaue Haus eine akademische Bieranstalt. Auf der anderen Seite ist es sehr restaurantlastig geworden. Und es ist natürlich auch eine Gaststätte oder Kneipe für jedermann aus Münster. Insofern das Angebot. Restaurant, gute Musik, Cocktails und eben das übrige Hotel vom Blauen Haus führt halt dazu, dass das Publikum sehr breit gestreut ist. Ich habe jetzt hier zufällig jemanden getroffen, der eine ganz spezielle Vergangenheit hat und auch sehr große Erinnerungen an diesen Club hat. Ja, ich habe hier mal so vor 40 Jahren hier studiert in Münster und bin seit langer Zeit mal wieder hier. Ich stelle fest, dass es dieses Gebäude überhaupt noch gibt, dieses Blaue Haus hier. Das gefällt mir immer noch ganz gut hier. Und das Bier schmeckt immer noch wie früher? Das Bier schmeckt noch wie früher, ja. Ja, das war ja mal ein wirklich schöner Abend und ich kann die Altstadt auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf der Suche nach guter Stimmung und Getränken zu fairen Preisen ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.